Andreas. Und auch heute hätte ich wieder ein richtig nettes Filmchen für euch. Ja, heute ist es gar ein etwas trashiger Streifen, in welchem sogar die äußerst billigen CGI-Monster besser schauspielern können als die beiden verpflichteten Popsternchen. Diese beiden nun habe ich mal zu mir eingeladen, damit wir uns den Film noch einmal etwas genauer anschauen können und jede Menge Spaß haben. Von Mrs. Gibson habe ich bereits ein Autogramm ergattern können. Wunderbar. Oh, Fräulein Tiffany, warum sehen Sie nicht noch mal etwas für uns? Sehr schön. Oh, mein Kleiner, ein Stückchen Gibson? Das Stück Gipsen zu knochig ist. Wir haben noch jede Menge Tiffany auf dem Tisch liegen. Ja. Na, es muss nicht immer gruselig zur Sache gehen und von daher ist vielleicht auch so ein trashiges Monsterfilmchen aus dem Hause Asylum recht spaßig zur Halloween-Zeit. Asylum haben sich darauf spezialisiert, trashige Filme am Fließband abzuliefern. Diese Filme also gezielt auf Trash zu trimmen. Wodurch den Filmen leider der Charme der eigentlich sonst trashigen Filme etwas flöten geht. Auch die wirklich billigen CGI-Effekte haben lange nicht so viel Trash-Charme wie Monster aus Gummi in einer Pappkulisse. Ich selbst habe, wenn ich mich nicht irre, mir bisher noch keinen Asylum-Film zugelegt, obwohl ich eigentlich einen Großteil davon gesehen hatte. Warum es nun dieser Streifen sein musste? Megapythons vs. Gitteroid. Das liegt in erster Linie an den beiden Hauptdarstellerinnen. Yep. Denn diese haben mich schon vor langer, langer Zeit ein wenig begleitet. Was, und davon gehe ich einfach mal aus, wohl die wenigsten der Jüngeren hier heute noch wissen, ist, dass Debbie Gibson und Tiffany Ende der 80er Jahre recht erfolgreiche Popsternchen waren. Debbie Gibson gar könnte man als Britney Spears der 80er bezeichnen. Von daher fand ich es natürlich schon witzig, die Damen gemeinsam in einen solchen Streifen zu erblicken. Beide schauspielerisch recht talentfrei, passen sie natürlich auch wunderbar in die Welt von Asylum. So durfte Tiffany auch schon in Mega Piranha und Debbie Gibson in Mega Shark vs. Giant Octopus und in Mega Shark vs. Mecha Shark mitwirken. Yeah! Doch worum geht es in Megapython vs. Gitteroid? In den Everglades werden riesige Pythons entdeckt und um sich nun gegen diese zu wehren, beginnen Park Ranger damit, Mutanten-Alligatoren zu züchten. Ist ja logisch. Nun aber hat man gleich zwei Bedrohungen und plötzlich ist ganz Miami in Gefahr. Ich denke, mehr muss man da wirklich nicht so sagen. Was mir auf jeden Fall an den Asylum-Filmen immer wieder gefällt, ist deren Covergestaltung. Hier scheint der einzigst fähige Mann oder Frau zu sitzen und so macht auch dieses Cover hier nicht zuletzt durch ein vorhandenes Wendecover einen verdammt guten Eindruck in meiner schwarzen Hülle. Die meisten Filme aus dem Hause Asylum nun sind schon sehr stark an der Schmerzgrenze anzusiedeln. Megapythons vs. Gitteroid würde ich aber zu den etwas, ja, besseren zählen. Wobei auch das jetzt relativ ist. Nun gut, dann war es das jetzt erstmal wieder und von daher schauen wir mal, was ich morgen am letzten Tag meines kleinen Specials servieren kann. Bis dahin, macht's gut und ciao.